In der Ukraine haben in zahlreichen Städten viele Menschen eine Pause für die kämpfenden Soldaten gefordert. Sie sammelten Unterschriften für ein entsprechendes Gesetz. Die Demonstranten erinnerten daran, dass zahlreiche Soldaten schon seit 1,5 Jahren freiwillig an der Front seien. Вони всі втомилися, як психологічно, так і фізично. Вони не можуть спочатку війни там стояти і захищати нас всіх українців. Потрібно їм дати відпочинок. Im Osten der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe derzeit unter anderem auf die Stadt Awdijiwka. Die Stadt besitzt eine hohe strategische Bedeutung beim Kampf um Donetsk. Es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten. Die Vereinten Nationen haben vor einer weiteren Eskalation der Kämpfe gewarnt. Die Lieferung großer Mengen von Waffen und Munition an beide Kriegsparteien gebe Anlass zur Sorge, hieß es bei einem Briefing in New York.